Monika und Karl-Heinz Bogatsch führt eine Rettungsaktion zu Bares für Rares. Ich möchte verhindern, dass später, wenn wir nicht mehr da sind, einer unserer Erben das eventuell auf dem Flohmarkt für ein Apfel und ein Ei, wie man so schön sagt, verscherbelt. In Wirklichkeit war es vielleicht was wert. Gängige Flohmarktware oder seltene Sammlerstücke? Das ergründet Kolmar Schulte-Golz. Wow, der ist aber zu Hause ausgeräumt worden, mein lieber Scholli. Ein schönen bisschen. Guten Tag. Hallo, mein Name ist Monika. Liebe Monika. Karl-Heinz. Karl-Heinz, freut mich sehr. Sag mal, ihr habt aber große Fensterbänke oder was gehabt, ne? Ja, so ungefähr, ja. Da steht allerdings noch mehr von diesen Großteilen. Von diesen großen Teilen? Ja. Mein Gott im Himmel. Es war so ein Wandregal, ja, wo alle möglichen Sachen drinstehen. Und dann haben wir diese Sachen geerbt und haben wir das also auch mit reingestellt. Wir wissen eigentlich nur so gerüchteweise, angeblich soll es mal... Dein Großvater beim Turnier? Bei einem Halbturnier. Ja, also... Oder Wagen, der hat also auch Pferdewagen gefahren, also ja. Pferdegespanne. Mhm. Ist aber unüblich, hat man dann Schiffe verschenkt. Das ist unüblich. Also ich, was hat er noch gemacht? Nein, das ist der Reiter. Pass auf, dafür habe ich den Kolmar ja hier. Also, ja. Okay, weil der Kolmar nicht weiß, ist auch nicht da. Also so einfach ist das. Ja. Kolmar, mein Schatz, womit fangen wir denn dann an? Ja, ich würde denken, wir fangen mit dem leichten Stück an. Das ist der große Reiter hier. Und in der Tat handelt es sich um einen Springreiter. Und dieser Springreiter überwindet gerade ein großes Hindernis, was natürlich für die Darstellung wunderbar ist, weil es erlaubt, wirklich eine große Masse des Pferdekörpers sehr schön im Sprung zu zeigen. Es ist ein sehr schönes, glänzendes Material, eine Zinnlegierung. Und die Zinnlegierung ist in diesem Fall noch galvanisch versilbert. Deshalb hat es also so einen merkwürdigen Schein. Es ist sehr fein gearbeitet, es ist ein relativ imposantes Stück, das kann man sagen. Und wir können sogar einen Urheber ausmachen, denn an der Plinte der ganzen Geschichte ist es auch signiert, nämlich hier drüben. Da haben wir einmal den Namenszug von Wilhelm Zwick. Und Wilhelm Zwick ist ein Bildhauer, der vor allen Dingen mit solchen Pferdeplastiken hervorgetreten ist. Und er stand in einem Beschäftigungsverhältnis auch zu einem bedeutenden Auftraggeber, nämlich zu der Werkstatt, wo das Ganze hier entstand, nämlich der Manufaktur Kaiserzinn. Krefelder Manufaktur. Und es ist ein an sich gut erhaltenes Stück. Man sieht, dass diese Glanzversilberung etwas gelitten hat. Und von der ganzen Machart ist es also genau, wie Sie sagten, unten mit einer großen Freifläche versehen, damit man es auch für einen Preis verleihen kann. Mhm. Ob das tatsächlich ein Preis war, wissen wir jetzt aber nicht. Die Marke, die hier verwendet worden ist, die wir gerade gesehen haben, ist eine Marke, die über einen größeren Zeitraum in Verwendung war, und zwar zwischen 1907 und 1923. Also in diese Zeit fällt die Produktion der Arbeiten. Wir wissen also hier, ungefähr in die 20er Jahre kann das Pferd datiert werden. Sehr schön. Das ist schon ganz schön alt. Ja. Dann bin ich gespannt, welcher Ruderclub das hier bekommen hat. Ja. Genau. Also um sich diesem Stück etwas näher zu widmen, rücke ich die Dame mal in unser Blickfeld. Denn so hat man natürlich die Silhouette und auch den Blick der Dame etwas besser im Blick. Also in diesem Fall eine schöne Gewandfigur, die ist deutlich am Mittelalter orientiert, aber in die Zeit des Jugendstils hinein kopiert, wenn man so möchte. Ich würde es nicht direkt als Pokal bezeichnen. Ich bin hier vielleicht eher bei einer Art Präsentoir für eine Weinflasche. Ist das auch von Kaiserzinn? Ist auch von Kaiserzinn. Und ich zeige auch hier noch mal die Marke. Auch die ist unten drunter zu finden. Ah, da, die haben wir hier oben. Da oben ist sie. Und in diesem Fall gleiche Marke, gleiche Zeit. Wer das hier genau entworfen hat, kann ich allerdings nicht sagen. Mhm. Das hier ist auch vom Zustand nicht ganz so gut. Ne? Das ist hier hinten so ein bisschen... Es ist ein bisschen unrund, was so das Ruder angeht, aber... Insgesamt macht das einen sehr spektakulären Eindruck. Also da kann ich Sie sehr beglückwünschen. Das sind tolle Teile. Ihr Lieben, was möchtet ihr denn dafür haben? Du sagst das Schiff, ich sag den Reiter. Ja, das ist schön. 150 Euro? 150 für das Schiff, der Reiter. Dasselbe. Ich glaube, das Pferd könnte mehr wert sein als das Schiff, aber da hast du mehr Ahnung als ich. Ist die Vermutung richtig? Das Schiff bewerte ich auch niedriger. Tatsächlich kann man den Reiter an eine viel größere Anzahl von möglichen Sammlern weiterverkaufen. Dementsprechend bin ich beim Schiff vielleicht zwischen 750 und 1.000 Euro für das Schiff. Repräsentativ, sehr groß, also was Besonderes. Und bei dem Reiter bin ich bei ca. 1.500. Mein lieber Freund. Das ist enorm und groß. Das ist sagenhaft. Dann sind wir also insgesamt bei Preisen von 2.250 bis 2.500 Euro. Das hätte ich nicht vermutet. Nee. Also, nein. Ihr Lieben, das Händlerkärtchen für euch. Damit kommt ihr schon mal in den Händlerraum rein.
Fein. Einigt euch. Danke. Okay. Das Täubchen. Dann müsst ihr knallhart verhandeln. Vielen Dank. Ich drücke euch die Däumchen, dass ihr das auch bekommt. Danke sehr. Also, vielen Dank. Gut verhandelt. Expertise. Ich habe noch mal eine Frage. Der Künstler, wie hieß der? Der heißt Wilhelm Zwick. Zwick. Genau. Alles klar. Hoffentlich sitzt ihr gleich nicht in der Zwickmühle, ja. Da geht's rüber. Tschüss, ihr zwei. Ich bedanke mich. Tschüss, viel Erfolg. Danke. Also das ist München, glaube ich. Ja. Und das ist? Hier steht auch das drauf. Das ist Münchner Kindel. Das ist Kaiserzinn. Hier. Kaiserzinn. Jawohl. Wir lassen die Objekte wirken und geben dann die eine oder andere Information im Laufe des Bieterverfahrens dazu. Genau. Klingt nach einem guten Plan. Ob er aufgeht und dem Ehepaar ein schönes Sümmchen einbringt? Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Wir sind ganz verzückt, was Sie uns da mitgebracht haben. Das ist schön, das freut uns. Sehr schön. Und Kaiserzinn Krefeld, das war hier im Umfeld ja beheimatet. Und diese Pokale haben ja keine Gravuren oder so. Haben die irgendwie gesammelt? Hatten die mehr Zinn oder... Wir sind davon ausgegangen, dass das aus irgendeinem, also zumindest die Figur hier, aus einem Reitturnier als Anerkennung kommt. Ja. Bei dem Schiff wissen wir überhaupt nichts. Ja. Leider Gottes ist auch ansonsten nichts bekannt. Da, bei dem Reiter ist eine Signatur eines Künstlers. Da ist eine Signatur, das ist von Wilhelm Zwick. Zwick. Das könnte ja eine Bronze sein. Das ist so gut gemacht und so virtuos auch in Szene gesetzt. Deswegen bin ich fast gar nicht von Zinn ausgegangen, sondern von Silber. Ne? Es ist so qualitätvoll, das muss man wirklich mal loben. Und Kaiser ist auch dafür bekannt, wirklich Künstler zu engagieren, die hochrangig waren, die weltbekannt waren. Ich fange an mit 400 Euro. Für beide Sachen. Das für ist beide Sachen. Also Anfangsgebot. Ja, wir werden noch weiter. 500. Gebote. Ich gebe 300 pro Figur. 600. 650. Und ich gebe ihn 700. Und ich bin bei den 800 mit dabei. 850 von mir. Mhm. 900 bei mir. 1000 Euro. Mach ich. 1050. 1100. 1120. 50. 1200. 50. 1300. Nächste Mal, Lisa. Er lässt nicht locker. Was denn mit Daniel? 1330. 1350. Die ist wirklich gut gemacht. 1380. 1400 von mir. 1500 von mir. Also die Expertise für beide Teile liegt bei 2250 bis 2500. Mhm. Ja. 1600 von mir. Aha. 1700 von mir. Okay. Es geht noch weiter. 1800. Und das für Zinn? Es ist Zinn. Ich hatte den gleichen Gedanken. Genau so habe ich auch gerade gedacht. Aber Zinn, das Zinn ist so schön. Für Silber. Ich sag 1850. Also 1900 ist mein letztes Gebot. Ach was soll, 2000 Euro. Mhm. Hättest du es gerne, ne? Mit einem tränenden Auge, ja, einem weinenden Auge. Wenn Sie möchten, verkaufen Sie es an. Dann kannst du nicht mehr sprechen. Oder? Das tun wir. Das tun wir. Wunderbar. Okay. Mein Gott, das war mein Kampf hier. Ja. Zurecht. So, kommen Sie bitte zu mir. 500, 1000, 1500, 17, 19, 2000 Euro. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen gute Weiterverkauf. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Alles Liebe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Einfahrt. Da soll doch mal einer sagen, Zinn geht nicht. Zinn geht nicht. Das ist eine also, ich habe aber noch nie so schöne Entwürfe von Kaiser gesehen. Ein Traum. Das ist das schönste Zinn, das ich jemals gesehen habe. Wenn man bedenkt, dass wir 300 Euro wollten, geschätzt hatten und jetzt 2000 Euro bekommen, das erfüllt alle unsere Wünsche für die zukünftigen Urlaube. Super, ja. Jetzt gibt es ordentlich Taschengeld. Ganz toll.